Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zu einem neuen Video. Und ja, heute machen wir nochmal so ein kleines Update-Video, denn das Video vor ein paar Jahren zum YouTube-Nutzerspann kam auf jeden Fall sehr gut bei euch an, aber mittlerweile ist es auch leider schon veraltet. Ja, drum machen wir das Ganze heute neu. Und ja, es hat sich so ein kleines wenig geändert bis dahin. Wie ihr zum Beispiel seht, hier an der Stelle konnte man früher ja die Nutzer eintragen, mittlerweile geht's nicht mehr, drum müssen wir das Ganze jetzt anders machen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch heute. Ja, mittlerweile ist es leider so, wir brauchen dazu einen Kommentar, um einen Nutzer zu sparen. Also der Nutzer muss mit euch irgendwo interagiert haben. Das Ganze habe ich hier jetzt mal sozusagen erzwungen, indem ich einfach auf mein Testvideo mit meinem eigentlichen Account einen Kommentar geschrieben habe. Und angenommen, den wollen wir jetzt hier blocken, denn das Ding ist der größte Hater überhaupt. Gut, wir klicken einfach hier auf die drei Punkte und jetzt einfach hier auf Nutzer auf Kanal ausblenden. Dauert kurz, wird geladen und da steht hier Nutzer ausgeblendet. Ja, an sich war es das Ganze auch schon. Wir können jetzt auch nochmal in die Liste gucken. Zu der Liste kommt ihr ganz einfach, indem ihr oben rechts auf euer Kanalsymbol klickt, dann hier auf das Creator Studio, dann hier auf die Community und dann auf die Community Einstellungen. Hier seht ihr jetzt auch die ausgeblendeten Nutzer, die stehen jetzt hier auch drin und wenn ihr jetzt einen Kommentar damit schreibt, werden die nicht mehr angezeigt. Ab und zu ist es noch so, YouTube dreht da aktuell ein bisschen an der Schraube, die werden sich nicht ganz einig, wie es funktionieren soll. An sich ist es, wenn du einen Kommentar schreibst, derjenige, der ihn schreibt, der kann ihn zwar sehen, also es sieht für ihn aus, als wie wenn er es gepostet hätte, allerdings sieht dein Kanal bzw. die anderen sehen den Kommentar nicht. Und somit hast du auch zum Beispiel vermieden, dass er anfängt, den Kommentar zu spammen oder einen anderen Account zu verwenden, weil er direkt sieht, wie es funktioniert. Ja, unter 2 Minuten. Ja, jetzt genau 2 Minuten wird das Video geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video wieder so gut ankommt wie das alte, ich hoffe es natürlich, dann einfach mal Daumen hoch, lasst ein Abo da und kommt mal auf den Discord-Server vorbei. Link dazu unten in der Beschreibung, so ganz anderem auch. Ich könnte jetzt hier Werbung machen ohne Ende, weil ich hoffe, dass das Video gut ankommt. Aber ich lasse einfach mal sein. Vielleicht unter 2,5 Minuten schaffen wir es noch. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Übrigens, wenn du den ausgeblendeten Nutzer dann wieder aktivieren willst, einfach auf das X klicken, ist er wieder weg und kann wieder Kommentare schreiben. Gut, jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal bei dir fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Video und tschüss.